Warp Farm. Und dann schauen wir mal, was wir verzaubern können. Schaufel. Plus Lapis. Nö, kostet gar nicht weniger. Ach so, das sieht man jetzt? Oder ist das... Ah, das hat Honeyball sich wahrscheinlich so gemacht, damit sie sieht, was man hier alles schon so bekommt. Das ist wahrscheinlich das, was sie gebraucht hat. Ja. Haltbarkeit, Effizienz, Behutsamkeit. Warum nicht? Das hat sie sich wahrscheinlich so gemacht, damit sie sieht, was sie bekommt. Wenn sie das, macht. Weil ich glaube nicht, dass das zur Ausrüstung gehört. Machen wir mal Slash Home Home. Okay. Dann kommt Lapiso hier wieder rein. Und dann können wir jetzt mal die Spitzhacken. Guck ich mal ganz kurz. Was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier die Glücksaxt und die Behutsamkeitsaxt. Die behalte ich beide. Effizienz 4. Haben die aber auch beide. Dann lege ich die Diamanthacke mal hier rein. Die kann der Vendetta dann nutzen. Andere Diamantsachen packe ich auch mal hier runter. Diamant, Diamant, Diamant. Genau. Und dann auch die Pfeile, die packe ich mal runter, weil die auch noch recht wichtig sind. Das sind Kettenhemdzeug bei, das gilt genau, Kettenhaube, Kettenhemd. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich nutze die Behutsamkeitshacke. Und wir können dann später alles, was wir finden, verballern. Super. Dann hier, dann kommt hier das, dann kommt hier das. Dann hier das, hier das. Oh. Sehr schön, dann wollen wir mal loslegen. Das wird jetzt natürlich wesentlich schneller gehen als vorher. Gefällt mir aber. Lalalalalalalalala. Jetzt haben wir natürlich überhaupt keine Diamantenprobleme mehr. Also wenn wir jetzt Diamanten finden sollten beim Farming, dann werdet ihr das, dann wird da alles. Ich frage mich natürlich jetzt, an alle, die zuschauen, wäre das jetzt mal eine interessante Frage. Wäre schön, wenn ihr da mal antworten würdet drauf. Wenn ich farme, also Diamanten und so ein Spaß, wenn ich Strip Mine und so, soll ich das im Let's Play mit aufnehmen oder soll ich das offline machen? Weil das ist, Strip Mining ist so eine Sache. Vielleicht kann man es auch so mittelmäßig machen, dass man manchmal farmen geht. Nach bestimmten Dingen, in der Mine natürlich. Oder soll ich einfach alles komplett offline machen, was Farmen angeht und dann einfach bauen und so ein Zeug? Müsst ihr sagen. Natürlich, wenn was Lustiges beim Farmen passiert oder... So, dann wäre das natürlich jetzt nicht mit dem Let's Play drin. Das ist so ein Zwiespalt, ne? Da muss man sich dann einig sein, was man will. So. Ich vermisse die Spinne, die uns Effizienz gibt beim Abbauen. Die vermisse ich ja in der Tat. Und normalerweise, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt gerade erst auf dem richtigen Erdboden angelangt. Der Rest ist noch drüber gezimmert worden. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir richtig Rohstoffe finden. Ist aber kein Problem. Oh! Das war wirklich ein Biom. Also ein Wasserbiom. Hier ist Clay. Cool. Geil, hier ist Clay. Das gefällt mir. Wir tun den wegen der Behutsamkeit sogar so abbauen, wie er ist. Da können wir später, wenn wir eine Glückshacke haben, können wir den wesentlich besser zusammenkrabbeln dann. Das ist ja geil. Findest du in deiner Behausung aber mal Clay? Warum nicht? La la. So, das auch weg. Jetzt kommt hier die ganze Schicht noch weg. Ja, hier sieht man schon, hier ist jetzt natürlich drüber gezimmert worden. Das hier war eigentlich alles Wasser. Stört mich aber nicht.
kann man auch als auf normalen Member-Grundstücken den Biom mittels Befehl ändern? Fragezeichen. Das wäre natürlich geil, dann würde ich hier gleich... Schade. Dann könnte man hier eventuell so Winterlandschaft mal machen oder mal das machen, das machen. So immer so, wie man Lust hat gerade. Wäre auch geil. Überall regnet es so bei dir auf dem Biom, schneit. Das wäre natürlich ziemlich episch. Habt ihr einen Thermomix? Ich habe nicht mal einen Thermometer, wie soll ich denn einen Thermomix haben? Das ist jetzt hier, jetzt dreht er aber durch. So. Oh, geil. You can't break this block. Ah, okay, da sind wir schon zu weit. Bin doch schon immer VIP. So. Wir haben natürlich jetzt momentan nur den richtig gekauften VIP-Titel. Ich hatte vorher natürlich den geschenkten VIP-Titel von Mietze. Jetzt habe ich ihn richtig gekauft. Aber, naja, Glückwunsch ist das jetzt nicht wirklich. So. Bin schon seit gut einem Monat wieder auf dem Server. Warte nur noch auf mein VIP-GS, um einen offiziell erreichbaren LP-Grundstück-Gedings zu haben. Natürlich super, wenn wir uns wieder... Früher war es ja dann mit Warp Nevergest erreichbar. Ich würde es jetzt einfach Warp Let's Play nennen oder so. Und da könnte man sich dann einfach drauf porten. Braucht wer ein Unendlichkeitsbuch? Unendlichkeitsbuch? Eigentlich nicht, nee. So. Ich will nicht immer auf alles antworten, weil es ist echt ein bisschen nervig, die Hand davor zu nehmen. Nee, hab doch gerade erst gespendet. So. Machen wir das erstmal zu. Wir können schon weit rein. Sind die so groß, die Gerisse? Ah. Okay. La 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 la. Irgendwie ist der ein bisschen verwirrt. Ich weiß auch nicht warum. Kann man simple Menschen als Wandbilder bauen? Ja, mein Crafter, aber der VIP-Titel war ein Geschenk. Geschenk von Mietze. Ich habe heute gespendet, um den Titel auch wirklich
zu haben. So, gleich wird hier alles resettet, deswegen muss ich aufpassen, dass jetzt hier nichts... Obwohl, wenn Stein rumliegt, ist auch egal. Dann fliegt halt ein bisschen Stein weg. So. Die Mucke ist gerade ein bisschen... So, Tina aufs Ketten müsste das sein. Du hast doch noch nicht gewotet, ja, ja. Ich find's ein bisschen nervig, dass das im Chat angezeigt wird, aber na gut, man muss natürlich versuchen, seinen Server auch voranzubringen. Verstehe ich ja irgendwie auch. You can't break this block, natürlich. Oder natürlich nicht, kommt drauf an, wie man sieht. So, klack, 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 klack. Oh. Ach, da hat jemand reingebaut, okay. Es ist lustig, wenn einer hier genau bis zur Wand gebaut hat und nicht da rüberschauen könnte. Dann könnte man so machen wie Ausblick zum gegnerischen, zum anderen GS oder so. Das wäre natürlich ganz lustig. Aber da müsste man wahrscheinlich jemanden auf einem anderen GS haben, der da auch... Ah, der da auch ein bisschen, also da muss man... Ich habe eine gute Idee, ich habe gerade eine gute Idee für SIP-GS. Da könnte ich ja theoretisch... Das GS in zwei Teile teilen, die andere Hälfte Vendetta geben. Mit dem GS plus Geld warte ich, bis Mieze das okay gibt. Den Rang hatte ich dir vorhin gegeben, weil du... Kommt gleich noch was? Da kommt gleich noch was. Immer hattest, wusste gar nicht, dass du gespendet hast. Alles schön. Ich hab's nicht eilig. Die Aufnahme ist sowieso auf dem GS, wenn ich das neue GS jetzt bekommen würde, würde ich nicht da weiterbauen. Ich würde jetzt hier erstmal uns ein kleines Heimchen bauen, damit der Vendetta hier auch was hat, weil der, dass der hier privat auch zocken kann. Auf dem GS würde dann natürlich nicht privat gespielt werden. Hier, das wäre dann der Privatspielstand. Da muss man dann Unterschiede machen. Da kann man dann hier ein bisschen erfahren und so. Und kann das dann, kann im Let's Play mal zeigen, was hier passiert ist. So, das ist gerade eine sehr anstrengende Musik. Habe ich halt überhaupt keine Lust, und das ist so diese... Ich habe gerade überhaupt keinen Bock auf diese 8-Bit-Musik und so ein Zeug. Deswegen muss ich da gerade mal... gegenhalten. Das klingt sehr gut. So. Was ist das denn? Desert Knights Fool. No, mal schauen, wie das ist. Ich baue. Ich kann gar kein Minecraft mehr aufnehmen, sehe ich gerade, weil ich jetzt glaube ich schon wieder... Oh, warte mal, wir haben jetzt... Ich habe kurz vor 13 Uhr angefangen, ich nehme schon wieder anderthalb Stunden auf. Kannst du mir keiner erzählen. Interessant. Interessant. Alter, was ist denn hier los? Was für eine Höhe bin ich? Wo steht's denn? Wo steht es denn? Wo steht? Da sieht man sogar meine Grafikkarte. Krass. Chunk Facing. Bei 18, ach da steht's, hat sich verändert ein bisschen die Anzeige.